Ungleicher können Zwillinge nicht sein. Pascal liebt Sport, ist Fitnessmanager. Chantal fehlen weitgehend Arme und Beine durch einen genetischen Defekt. Trotz unterschiedlicher Startbedingungen meistern die beiden ihr Leben. Wie? Das erzählen sie mir gleich hier bei Hof mit Himmel. Herzlich willkommen bei Hof mit Himmel, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen meinen Gästen Chantal und Pascal. Wenn wir uns jetzt auf der Straße treffen würden, wir haben uns ja vorhin schon vor der Sendung begrüßt, wie würden Sie sich wünschen, dass ich Sie begrüße? So, Tag. Ja? Schön, Sie zu treffen. Also kein Problem, irgendwie Berührungsängste kennen Sie nicht? Nö, wenn dann die anderen. Ja, genau, wie reagieren die anderen denn? Also viele umarmen mich ganz gerne mal, da habe ich grundsätzlich nichts gegen, nur man möchte nicht von jedem direkt umarmt werden. Also... Ja, aber die meisten, wenn ich meinen Arm dahin halte, nehmen sie den dann auch einfach. Genau. Dürfen sie dann auch. Wie wünschen Sie sich, dass Menschen mit Ihnen umgehen, weil Sie anders aussehen? Wie würden Sie das gerne haben? Ganz normal. Ja, genau, das würde ich mir wünschen. Pascal, Sie sind der Zwillingsbruder. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie das wäre, wenn Sie die Behinderung hätten und nicht Ihre Schwester? Ja, schon, aber nie so wirklich... lang oder richtig intensiv. Also für mich war es immer relativ so normal, in Anführungsstrichen. Ich habe meine Schwester nie so wirklich jetzt fremd irgendwie gesehen und habe das dann gar nicht so intensiv wahrgenommen. Auch in unserer Familie insgesamt haben wir es nie so wirklich, wer weiß, wie dramatisch gesehen, dass wir halt doch irgendwie so verschieden sind und so krasse andere Voraussetzungen haben fürs Leben. Deshalb hat sich das nie so wirklich entwickeln können bei uns in der Familie, dass man sich, wer weiß, wie große Gedanken gemacht hat, weil sie eben immer so positiv und selbstständig halt von vornherein ihr Leben halt mit uns zusammen gelebt hat. Das ging direkt so sehr schön miteinander los, von Anfang an. Dass man auch ohne Hände und Füße eine Menge bewegen kann, das hat Chantal in ihrem Leben schon früh bewiesen. Doch ein Kind mit einer schweren Behinderung zu bekommen, das ist für jede Familie eine große Herausforderung. Vor über 30 Jahren kommen Chantal und Pascal als Zwillinge auf die Welt. Mutter Monika erinnert sich noch gut an die Geburt. Zuerst kommt Pascal, ein paar Minuten später seine Schwester. Dann war Stille im Kreißsaal und ich war überrascht, weil ich dachte, das Kind lebt doch, die hat doch geschrien, wieso sagt keiner was? Beim Pascal haben sich alle doch so gefreut, es ist ein Junge und wieso sagt jetzt keiner was? Und nachdem einige Minuten Stille vorbei waren, sagte der Arzt, zeigen Sie der Mutter das Kind. Und dann kam die Hebamme zu mir und sagte, mit Prothesen kann man doch eine ganze Menge heute schon machen. Bis zu einem Kilometer kann Chantal heute auf ihren Prothesen laufen. Dass sie überhaupt stehen und gehen kann, verdankt sie zu großen Teilen Professor Hans-Henning Wetz. Er hat Chantal seit ihrer Kindheit medizinisch begleitet und ist begeistert von ihrer ansteckenden Lebensfreude. Sie ist heute ein vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft. Sie ist Diplompsychologin und sie kann singen wie eine Nachtigall, das hat sie vielleicht gar nicht erzählt, oder doch? Doch, hat sie erzählt. Und ist da auch noch begabt. Ne? Und ich bin sehr stolz auf sie, das muss ich wirklich sagen. Tja, das tut doch gut, wenn man so gelobt wird von seinem behandelnden Arzt. Ja. Singt wie eine Nachtigall, da hören wir nachher noch mehr drüber. Okay. Aber in welcher Situation ist Ihnen das so das erste Mal bewusst geworden, Mensch, ich sehe anders aus als die anderen um mich herum? Also sehr extrem merke ich es auch heutzutage noch, wenn ich schwimmen gehe, weil ich da auch meine Beinprothesen ablege und dann einfach merke, du bist der Star im Schwimmbad, alle schauen dich an, sind auch interessiert daran, wie komme ich ins Wasser, wie schwimme ich, wie bewege ich mich, und da habe ich es halt auch stark bemerkt, weil mein Papa hat immer so cool, der hat so Fotos von den besten Glotzern in Anführungsstrichen gemacht und die haben wir uns dann mal schön auf Diashows dann angeschaut und im Nachhinein dann über den Urlaub geschmunzelt, genau. In welchen Momenten haben Sie so als Kind, außer jetzt im Schwimmbad, gemerkt, Ihre Behinderung gespürt, gemerkt? Ja, manchmal habe ich auch einfach Geld bekommen. Okay. Also nee. Zug, weißt du, ne? Genau, also dann habe ich zum Beispiel mal vorm Laden gewartet, meine Geschwister waren kurz drin und dann saß ich da eine Minute, auf einmal habe ich so einen 10-D-Mark-Schein bekommen. Ich meine, als Kind habe ich mich darüber dann gefreut, so yippie, Geld, habe ich das noch nicht so verstanden. Und da meiner Mama war es schon ein bisschen unangenehm, meine Geschwister, oh, jetzt können wir lecker Eis kaufen. Also wir haben das eigentlich immer so positiv aufgefasst. Also, haben Sie denn da im Rollstuhl gesessen? Oder ja, also im Kinderwagen und später im Rollstuhl. Ja. Mhm. Genau. Aha. Ja.
Gab es denn auch Momente in Ihrer Kindheit, wo Sie völlig vergessen haben, dass Sie eine Behinderung haben? Also ich muss sagen, meine Familie hat mich sehr gut aufgefangen und meine Geschwister, die werden auch richtig wild rumgetollt im Garten. Also sind auch so eine riesen Düne in Frankreich mal runtergerollt. Das hat super viel Spaß gemacht. Also die haben mich sehr aufgefangen, dass ich es nicht so gemerkt habe. Das ist auch die Frage, wie war das denn für Sie als Kind, dass Ihre Schwester so ganz anders ist als Sie und eine Behinderung hat? Wie haben Sie das empfunden? Ja, also es war einfach voll integriert. Von vornherein war es immer klar, das ist halt meine Schwester. Und als wir kleiner waren, haben wir auch noch viel zusammen spielen können, haben halt dann die Spielform halt manchmal ein bisschen angepasst, also haben halt dann nicht immer jetzt alles so Remi-Denny gemacht, also nicht Fußball, also selbst Fußball, haben wir auch zum Fußball gespielt, auch das war möglich. Also meine Schwester, Prothesen. Ja, oder auch so auf dem Boden hast du auch zum Teil gespielt, also es war irgendwie, also für mich war das nie so, das ist jetzt irgendwie ein Riesenhindernis für mich, mit ihr zu spielen oder mit uns also als Geschwister irgendwie da. Jetzt irgendwie müssen wir uns anders verhalten oder sowas, sondern wir haben das einfach ganz normal angenommen und ja, wie jeder halt auch eine andere Haarfarbe hat oder einfach anders aussieht und einen anderen Charakter vielleicht entwickelt, war das halt schon Teil, ne? Ihr Charakter und ihr Weg. Wie viele Geschwister waren Sie denn zu Hause? Wir sind vier, also vier. Drei Schwestern. Also hatte sie denn sowas wie einen Mitleidsbonus? Nein. Ab und an, aber nicht zu viel, glaube ich, genau. Also manchmal gab es schon besondere Aufgaben, wo man einfach klar helfen musste, wo die Eltern auch ganz klar gesagt haben, hier, da hast du halt eine Vorsicht, wenn es im Kinderwagen oder sowas, muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man sie halt auch vorsichtig schiebt und so und nicht irgendwie mal so ein bisschen robuster mal auch mit dir umgeht. Und also meine Eltern haben nicht immer, unsere Eltern haben immer darauf geachtet, dass sie auch genauso ihren Platz haben oder einnehmen muss, auch mit Aufräumen, mit Spülen, zum Teil auch in der Küche mit, zum Teil im Abtrocknen, genau. Also das kam gar nicht so vor. Mhm. Ja. Gab es denn mal Momente, wo Sie echt total sauer waren, dass Ihre Schwester behindert ist, weil Sie jetzt irgendwie was ausbaden mussten oder sonst irgendwas? Das kam schon manchmal vor. Also irgendwie war es ja schon so, dass sie halt dann auch immer, wenn sie auch mal so ein bisschen zum Streit in Anführungsstrichen provoziert hatte und sowas, dann war man natürlich auch manchmal sauer, wenn man dann irgendwie dann hinterher doch, obwohl man gar nicht schuldig war, doch irgendwie mehr zurückstecken musste, weil man dachte, ja, sie kann sich ja nicht so wehren oder wie auch immer und dann musste ich da, das waren halt so Kleinigkeiten, wo man dachte, ja, irgendwie, manchmal ein bisschen halt, musste man halt damit auch umgehen können, aber wenn man sich dann halt danach wieder überlegt hat, ja, das war, ich finde es eigentlich auch gut, dass es so war, weil dadurch hatte sie halt keine Schutzmauer, irgendwie, ja, sie darf jetzt irgendwie jetzt muss man sie besonders behutsam anfassen, sondern ja, es kam nur ganz, ganz selten vor, als ich das Gefühl war. Sie haben gesagt, dass Sie von der Familie so aufgefangen worden sind, hört sich ja auch ganz klasse an, aber gab es auch mal Momente, wo Sie gemerkt haben, Mensch, ich brauche ja doch mehr Hilfe als meine Geschwister, dass Sie sich ein Stück als Belastung für die Familie gefühlt haben? Also was ich mal ein bisschen schade fand, dass meine Mutter hauptsächlich mir geholfen hat. Und ich bin halt ein sehr ungeduldiger Mensch und da hat mich das halt manchmal gestört, dass ich halt warten musste. Weil klar, meine Mutter muss sich natürlich auch um meine Geschwister kümmern und dann, wann kommt sie endlich? Das hat mich dann manchmal ein bisschen genervt, dass ich das halt nicht alleine machen konnte. Die haben sich angezogen, sind rausgegangen zum Spielen. Ich brauchte halt Hilfe mit Prothesen anlegen, anziehen. Und hatte ich immer das Gefühl, dass ich halt nicht so schnell bin wie die anderen. Das hat mich dann manchmal gestört. Also. Gab es Zeiten, wo Sie sich und Ihren Körper gar nicht annehmen konnten? Also ich wäre gerne noch ein bisschen schlanker, aber sonst eigentlich... Nein, also so, wo Sie überhaupt unzufrieden waren mit dem, wie Sie sind. Und so in der Pubertät ist ja oft so eine Zeit, wo sich alle anderen auch unwohl fühlen. Hatten Sie das auch so, dass Sie gedacht haben, Mensch, das nervt mich so, wie ich bin. Warum habe ich nicht Arme, warum habe ich nicht also Hände und Füße? Also die Behinderung an für sich hat mich jetzt selten gestört, also höchstens jetzt die Dinge, die ich halt nicht machen konnte aufgrund der Behinderung, einfach mehr so der Umgang, wie die Menschen mit mir umgegangen sind, das hat mich halt mehr gestört. Oder auch meine Eltern waren manchmal schon ein bisschen ängstlich, wenn zum Beispiel darum ging, in die Disco zu gehen, hatten sie halt Angst, dass ich komisch angemacht werde oder ich habe auch schon früh gesungen, da hatten sie auch Angst auf der Bühne, wie reagieren die Menschen auf mich und eigentlich haben die fast immer positiv auf mich reagiert. Aber im Vergleich, also ich habe dann immer versucht, meinen eigenen Weg zu gehen und das halt zu sehen, was mir an Ressource bleibt und nicht immer auf das zu schauen, was andere können. Aber meine Geschwister sind halt sehr erfolgreich rudern gewesen und da habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, dass ich nicht rudern kann, sondern ich habe mich halt sehr gefreut und sehr lauthals meine Geschwister dann angefeuert und war sehr stolz auf meine Geschwister, wenn sie dann die ganzen Medaillen mit nach Hause gebracht haben. Also es war dann so mein Weg.
Sie strahlen viel Lebensfreude aus. Und ich frage mich, woher kommt das? Also einmal vielleicht ja sicherlich auch von dem Rückhalt, von der Familie. Aber was gibt es da vielleicht noch einen Grund? Ja, Gott ist klar. Also ja, also ich bin mir sicher, dass Gott halt einfach einen Plan hat, so wie ich bin und so was für eine Behinderung ich habe, sehe ich einfach als eine besondere Aufgabe in diesem Leben und deswegen habe ich halt die Behinderung. Und ja, er gibt mir ganz viel Kraft, weil er mir viele Menschen zur Seite stellt, die mir halt helfen, die mich aufbauen, die für mich da sind und dadurch kann ich halt relativ eigenständig leben. Und das hätte ich halt nie gedacht, dass man aufgrund einer starken Behinderung so viel auch machen kann. Also nicht im Heim absitzen und in Anführungsstrichen Däumchen drehen, sondern ja, einfach auch vollwertig am Leben teilhaben zu können. Aber das hört sich ja so an, als ob Sie sagen, Gott hat Sie so gemacht. Ja. Und das können Sie so sagen von sich. Ja, also klar, es gibt auch Momente, wo ich traurig bin und damit hadere und sage, ja, es ist so schwierig, ich muss so viel in meinem Leben organisieren, die Assistenz und ich muss mich mit Kostenträgern arrangieren und da auch manchmal ganz schön Druck ausüben. Aber im Grunde gibt einem halt immer die Kraft, das wieder aufs Neue in Angriff zu nehmen und ja, und wenn es dann mal schlecht ist, dann rufe ich mal meine Mutter an oder Freunde und ne, lass mal einmal die Wut raus und dann ist wieder alles gut. Wie ist das denn gekommen mit Gott, dass Sie gesagt haben, Gott hat mich so gemacht, das ist in Ordnung, das ist Ihnen ja nicht in die Wiege gelegt worden? Also sind halt christlich aufgewachsen, also erzogen worden, Konfirmation, aber das Schlüsselerlebnis war halt bei uns, bei meinem Bruder und meiner Mama 1993, da waren wir bei Pro Christ, bei Billy Graham und dann sind wir halt nach vorne gegangen und haben uns halt bekehrt und wirklich gesagt, dass ja, wir gern unser Leben Jesus geben möchten. Warum? Warum? Was war Ihnen da so wichtig? Ja, es war irgendwie so eine ansprechende Predigt dann von Billy Graham auch in dem Moment. Und da habe ich irgendwie verstanden oder gemerkt, dass es halt richtig ist oder wahr ist, irgendwie diesem Gott zu vertrauen. Und dann habe ich gedacht, so, das ist jetzt dran halt, ich will den Schritt wagen, ich will es probieren. Und habe dann halt nach links und rechts, ich glaube, ich habe meiner Mutter gesagt, komm, wir gehen nach vorne oder so. Vorne. Und dann frontal auch. Und dann erst ein bisschen zögerlich und dann sind wir halt nach vorne gegangen. Ja, das kam einfach, also wir waren da und dann hat das irgendwie so uns angesprochen, einfach diese klare Botschaft. Und was war denn für Sie der ausschlaggebende Punkt, diese klare Botschaft, was ist da bei Ihnen so wichtig geworden? Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Billy Graham in dem Moment, wo meine Mutter sagt, das ist viel zu kompliziert, die ganzen Treppen und die Menschen lassen uns bestimmt nicht durch, in dem Moment hat Billy Graham gesagt, auch gerade Sie, die Sie ganz weit hinten saßen, also wir zum Beispiel, die Nachbarn lassen Sie gerne durch, kommen Sie da auch nach vorne. Und dann haben wir uns so angeguckt, mein Bruder war eigentlich auch die treibende Kraft, der sagte, ach, lass uns einfach mal ausprobieren. Ich dachte, ach, da gibt's auch was umsonst, da gucken wir doch mal. Und dann sind wir nach vorne gegangen zu dem Kreuz und haben dieses Gebet gesprochen und dann hatten wir danach noch Bibelkurse und das war halt wirklich so der Moment, wo ich sagte, boah, ohne Gott möchte ich einfach nicht mehr leben. Ja, was hat das denn verändert, dieser Moment jetzt auch gerade für Sie und wie Sie sich selber sehen? Ja, einmal, dass ich halt mich so annehmen konnte, wie ich war. Ich war früher, habe ich zumindest so empfunden, viel ungerechter und schneller zickig. War auch oft eifersüchtig auf meine Geschwister, weil ich das Gefühl hatte, ja, ich kann nicht so viel machen und war auch manchmal Eifersucht mit im Spiel. Und ich glaube, ich war nicht immer ganz gnädig zu meiner Mama, weil ich wollte, dass sie sich intensiver um mich kümmert. Habe das so ein bisschen eingefordert und ja, ab dem Moment dachte ich, es kommt nicht darauf an, was du im Leben alles erlebst und leistest, sondern Gott liebt dich so, wie du bist und bleib mal ganz cool, relaxed, warte doch einfach, was Gott mit deinem Leben vorhat. War das für Sie ähnlich auch so, dass Sie gesagt haben, da ist was, was ich sonst nicht hatte in dem Moment? Ja, also gut, ich hatte halt, ich habe auch da an diesem Abend dann halt klar so eine Entscheidung getroffen. Die hat allerdings jetzt eher nur 2-3 Wochen eigentlich so wirklich intensiv mich jetzt auch getragen und bei mir ist das eigentlich erst ein bisschen später gekommen, weil ich so eine richtige, also das noch ein bisschen mehr intensiver halt auch für mich entschieden habe, dass das irgendwie ein guter Weg ist mit Gott und hat mir natürlich auch sehr viel Perspektive geschenkt, dann einfach zu wissen, da ist Gott und es gibt diese Liebe, dieses Vertrauen, dieses Zutrauen halt, dass man einfach angenommen ist, gut, das ist, und dass dann auch alles sortiert wird, das Leben bekommt einen anderen Blick, einen anderen Horizont, man muss nicht mehr alles festhalten, man muss nicht mehr alles kontrollieren und das war eigentlich so, dass auch die Freiheit, die Gott dann auch geschenkt wird, halt auch, wenn man weiß, man ist, hat eben die Möglichkeit,
ja, Liebe schenken zu lassen oder auch geliebt sich zu wissen, halt, das ist halt das, was mich am meisten halt eigentlich da auch immer noch herausfordert, das anzunehmen, aber auch bereichert und auch neue Kraft gibt und so. Ja. Chantal, Sie haben inzwischen Psychologie studiert und Pascal, Sie haben was Körperbetontes sich gesucht, Sport bzw. Sportmanagement, also jeder nach seinen Gaben und Möglichkeiten und genauso unterschiedlich wie die Berufe der Zwillinge ist auch Ihr restliches Leben. Chantal lebt heute allein in einer Wohnung im Ruhrgebiet. Bei vielen alltäglichen Dingen braucht sie Unterstützung von einer Assistentin. Aber sie bittet nur um Hilfe, wenn es gar nicht anders geht. Chantal freut sich an den kleinen Dingen des Lebens. Persönliche Freundschaften, auch zu ihren Assistenten, sind ihr besonders wichtig. Zwillingsbruder Pascal hat körperlich ganz andere Voraussetzungen. Er ist leidenschaftlicher Sportler und hat Sportmanagement studiert. Aber körperliche Fitness bedeutet ihm nicht mehr alles im Leben. Das hat er von seiner Schwester gelernt. Er bewundert ihren Mut und ihren Willen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Eine echte Ermutigung für ihn, gerade in Zeiten, in denen ihm selbst Antrieb und Mut fehlen. Chantal will auch das scheinbar Unmögliche möglich machen. Schon seit Jahren träumt sie davon, selbst Auto fahren zu können. Jetzt klappt es endlich mit dem Führerschein. Und noch etwas tut Chantal mit Begeisterung. Sie schreibt eigene Lieder und tritt damit öffentlich auf. Hier ist sie in ihrem Element und Zwillingsbruder Pascal ist ihr größter Fan. Ja, wie ist das für Sie, wenn Sie da auf der Bühne stehen, sozusagen auf dem Präsentierteller? Wie ist das? Toll. Keine Ängste, dass die Leute Sie angaffen könnten? Die dürfen mich auch im Alltag angaffen. Okay. Nee, erzählen Sie mal, wie ist das so? Also ich finde es halt schön, weil ich einfach sehr gerne singe und dann irgendwie es kribbelt, auch gerade wenn ich so christliche Lieder singe. Genau. Und da habe ich einfach das Gefühl, da spielt die Behinderung keine Rolle, weil ich soll jetzt nicht arrogant hier, aber ich glaube schon, ich kann ganz gut singen. Und dann ist einfach schön, wenn man seine Gaben einfach ausleben kann. Christliche Lieder haben Sie gesagt, um was geht's in Ihren Songs? Also in dem Lied, was da gerade eingespielt wurde, geht es immer nur darum, dass man manchmal nicht weiß, wo der Platz ist, den Gott für einen vorgesehen hat, aber dass man eben darauf vertraut, dass er die Liebe und das Licht ist und ja, dass man seiner Liebe geborgen ist. Mhm. Und das ist das auch, was Sie weitergeben wollen mit Ihrer Musik? Ja, meistens ja. Meistens ja. Was heißt meistens? Ja, manchmal sind natürlich auch ein paar Liebeskummer-Schnulzen dabei, ne? Ja, klar. Gehört ja auch dazu. Ja. Was geht in Ihnen vor? Also war ja gerade so, deswegen haben wir so gelacht, Sie sind der größte Fan Ihrer Zwillingsschwester. Da mussten wir gerade ein bisschen lachen beim Einspieler. Aber was geht in Ihnen vor, wenn Sie Chantal auf der Bühne sehen? Ja, ich finde es halt super. Also ich finde es fantastisch, dass sie halt diesen Mut hat, halt so einfach sich den Dingen zu stellen, ne? Diesen vielleicht Blicken der Leute und so. Und wie sie sich immer da reingibt auch in die Musik, das finde ich halt immer super schön. Also sie singt halt sehr sensibel halt auch, singt nicht einfach sowas runter, sondern gibt halt sehr viel von ihrer inneren Haltung halt auch an die anderen, an die Zuschauer ab und so. Und das finde ich halt immer sehr bereichernd. Ne? Und natürlich schöne Stimme kommt halt dann da zustande, ne? Dass er uns so schön rüberbringt. Und sie singt ja auch schon relativ lange halt. Das ist schon, ich habe schon einiges gesehen, als sie ganz klein im Jugendchor noch gesungen hat und dann stückchenweise ist sie immer weitergegangen. Und mittlerweile ist es fast schon richtig professionell. Also die eigenen Lieder singt, schreibt und so, das ist schon sehr cool. Sie sagen, es ist ein tolles Gefühl. War das von Anfang an so oder gab es am Anfang auch so ein Angst, so ein Lampenfieber, mehr als Lampenfieber, also so ein bisschen ängstliches, was ist jetzt?
Also erster Auftritt war es, wie gesagt, bei Tenzing war ich, das ist so eine, also ein christlicher Chor. Und da wusste ich, der erste Auftritt, das sind ja hauptsächlich Angehörige, die dann da sind vom Chor. Aber ich habe einmal in Köln bei der Linus Talentshow gesungen und da war es halt vom Publikum, was nicht einzuschätzen war. Wenn die einen nicht mögen, drehen die sich um oder schmeißen einen mit Eiern. Und da hatte meine Mama auch große Sorge und da hat es auch wirklich gut geklappt. Und das war halt so ein Gefühl für mich einfach, die akzeptieren mich auf der Bühne und dann machst du da einfach mal weiter. Mhm. Singen, das ist ein Hobby von Ihnen. Ja. Beruflich haben Sie, sind Sie Diplompsychologin. Mhm. Genau. Warum Psychologiestudium? Ja, also es fing bei mir echt mit 16 Jahren schon an, dass ich mir so überlegt habe, du kriegst so viel Hilfe von Menschen und irgendwie möchtest du doch auch helfen. Und dann hatte ich erst an Medizin gedacht, aber aufgrund der Behinderung ist natürlich schwierig für mich, ärztliche Untersuchungen durchzuführen. Und dachte ich, warte mal, wenn du den Menschen auf körperlicher Ebene nicht helfen kannst, aber der Geist und die Seele ist doch ganz wichtig. Und ja, wie man einfach mit seiner Psyche umgeht, dachte ich, ach, wirst du doch Psychologe. Guck sie doch mal an und ja, hat zum Glück geklappt. Mhm. Genau. Und Sie sind jetzt aktiv in Ihrem Beruf? Ja, ich habe jetzt noch eine Weiterbildung gemacht als systemische Familien- und Sozialtherapeutin und jetzt bin ich mal gespannt, wo Gott mich hinwirft. Was beeindruckt Sie, Pascal, am meisten, wenn Sie sehen, was Ihre Schwester so alles in ihrem Leben geschafft hat? Ja, also ja, ihren Mut einfach oder ihre Entschlossenheit, dann sich den Dingen zu stellen und ja, einfach nicht aufzugeben und auch diese Lebensfreude einfach, die sie halt ja, sich ja, einfach immer wieder neu ja, schenken lässt oder auch entwickelt und freigibt. Also das, ja, und wie sie einfach damit umgeht, dass sie halt wirklich, ja, sich einfach nicht unterkriegen lässt und sehr großes Vertrauen auch hat gegenüber Menschen und, ja. Das reicht. Das ist eigentlich so. Also in dem Beitrag kam sowas wie, dass sie von ihr profitieren, von ihrem Lebensmut. Erklären Sie mir das doch mal. Also... Ja, also ich merke einfach die Unterschiede halt. Also da sind wir schon verschieden. Also ich würde mal sagen, also sie hat wirklich ja, einen sehr positiven Weg. Innerlich halt ist sie gegangen und sehr fröhlicher Ausstrahlung, sehr lebensfroh. Und das ist das, was mir manchmal fehlt. Also ich denke, krass, also wo ich denke, Wahnsinn. Also, es, also wo ich dann merke, dass es möglich ist, dass es halt wirklich einen positiven Weg, egal welche Voraussetzungen man halt hat, also dass es möglich ist, diesen Weg halt oder einen guten Weg halt zu finden. Und da ertappe ich mich halt selber bei, weil ich das manchmal eben noch nicht so bei mir sehen kann, also, und obwohl ich vielleicht gute Voraussetzungen mitgebracht habe von zu Hause, das ist halt nicht das Entscheidende. Und da lasse ich mich immer gerne inspirieren von meiner Schwester, und ich sehe, krass, also es ist, ja, es kommt nicht auf die, nur auf die körperlichen Bedingungen an, sondern das Wesentliche ist halt woanders zu finden. Also es ist letztendlich in dem Innersten von dir, in deiner Seele, in deinem Herzen irgendwie, dass du das pflegst und entwickelst und dadurch dein Leben einfach dann Gestalt bekommt, egal wie die Voraussetzungen sind, äußerlich. Ne? Wie geht Ihnen das damit, ja, dass Ihr Bruder Sie so als Quelle der Lebensfreude so sieht? Ist Ihnen das ein bisschen peinlich? Ja. Nein, ja, ein bisschen verlegen. Also auf der anderen Seite total schön, dass man ja der andere so mit erreichen kann. Auf der anderen Seite denke ich, er ist auch ein ganz wunderbarer Mensch. Und ich denke, jeder Mensch kann mit seinen Gaben einfach andere Menschen berühren. Also dazu muss man keine Behinderung haben. Mhm. Ich sehe mich oft sehr normal im Grunde, obwohl ich es ja nicht bin. Ja. Was man sonst so von Zwillingen kennt, ist ja auch so ein Stück Konkurrenzkampf. Gibt es das bei Ihnen gar nicht? Ist da nur Harmonie da? Oder gab es vielleicht früher oder jetzt auch so, dass man so auf den anderen schielt? Also ich denke mal mehr so in banaleren Sachen, ja, halt, also ja, zu Hause halt, ja, dann, wenn man irgendwie, wenn es ums Essen ging oder so, dann musste schon manchmal, oder wenn es um gute Sachen ging, Eis oder Nachtisch oder sowas, dann habe ich schon ganz klar, immer ja ganz klar aufgeteilt, so, und so, da man sich so ein bisschen, manchmal so ein bisschen guckt, ja, kriegt der andere mehr oder... Ja, naja, schon ein bisschen fressen halt manchmal. Ja, aber sonst jetzt so bitte, nicht mehr, ja, heutzutage. Wir haben ja auch Distanz, ne, er wohnt ja im Rheinland, ich im Ruhrgebiet. Ja. Genau. Geht man den Konsens nicht selber zu essen kaufen. Genau, genau, ja, Gott sei Dank. Sie sind auf den ersten Blick ungleiche Zwillinge. Gibt es auch was, wo Sie sagen, hier sind wir genau auf einer Wellenlänge? Was ist das? Ja, der Glaube, ne? Das verbindet uns schon sehr. Und dann halt, ja, wir machen meiner Mama manchmal etwas ähnliche Geschenke. Also, ja, ich kann das ja mal erzählen. Also genau. Es war halt so, dass ja, Weihnachten und ja, genau, ich hatte halt irgendwie da mal überlegt, einen Fotokalender zu machen, erstmals glaube ich so.
in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Und, so. Und dann habe ich halt das mitgebracht und dann habe ich aber gewartet, dachte ja, ich schenke das ein bisschen später und so, weil wir uns nacheinander beschenken und dann schon da vorher Schenke abgegeben, war genau das gleiche Kalender, genau der gleiche, das gleiche Modell. Nein. Auch, ich dachte, das kann nicht sein. Das war das erste Mal. Das zweite Mal war irgendwie, dass wir uns irgendwie beide irgendwie so was mitgebracht haben, irgendwie so Überraschungseier, keine ja, genau. Ahnung, das zum gleichen Termin. Oder wir haben das gleiche Poster bei uns in den Wohnungen hängen, obwohl... Nicht abgesprochen. Nicht abgesprochen und zur gleichen Zeit, also irgendwo mal gekauft, aus einem Uni, ein Bazar oder Unimarkt und sowas habe ich das gekauft und irgendwann der Tochter war bei mir und dachte, ja, das habe ich auch um mir hängen. Das heißt, also gut, wir haben auch andere, wo man merkt, irgendwie, also ich denke schon, dass wir manchmal im Denken oder Reden manchmal schon auch vergleichbar sind und auch vom Glauben her, dass wir auch manche verschiedene, also die Themen manchmal auch ähnlich sehen oder auch so ein bisschen halt da auch, denke ich, uns gut verstehen. Ja. Also Ähnlichkeiten sind. Äußerlich vielleicht ungleiche Zwillinge, aber innerlich ganz normale Zwillinge. Herzlichen Dank, Chantal und Pascal, dass Sie bei uns im Studio waren. Gerne. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben oder mit Chantal oder Pascal in Kontakt treten möchten, dann melden Sie sich bei uns. Wir leiten Ihre Anfrage gerne weiter. Wählen Sie einfach die eingeblendete Telefonnummer oder schreiben Sie eine Mail an tv@erf.de. Mehr Informationen zu dieser Sendung und zu weiteren Sendungen finden Sie auch im Internet unter www.hofmithimmel.de. Dort können Sie sich die Sendung auch einfach per Mausklick noch einmal anschauen. Das war's für heute. Ich sage Tschüss und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.